Wie jedes Jahr brauchte ich einen freiwilligen Studenten, um mir bei der Inspektion zu assistieren. Und dieses Jahr war die Wahl offensichtlich. Mir geht es gut, wirklich. Du wirkst angeschlagen, Liebes, und nervös. Nein, es ist nur, dass ich nichts von Leon gehört habe, seit er mit der Ursprungsexpedition Kanta verlassen hat. Und außerdem... Wir haben Gesellschaft. Erzähl's mir später, ja? Bleib in der Zwischenzeit brav und gesund. Du auch, Junta. Alles in Ordnung? Sie wirken mitgenommen. Wir wollen doch nicht, dass eine unserer besten Studentinnen krank wird, nicht wahr? Ich mache mir nur etwas Sorgen. Um einen Freund, der eine lange Reise macht. Und wer war diese Dame? Eine Freundin. Eine Sommerbekanntschaft. Sie pflegen einen ungewöhnlichen Umgang, Fräulein Rose. Naja. Ich habe etwas für Sie, das Sie auf andere Gedanken bringt. Aha. Wären Sie daran interessiert, die Mechanismen zu sehen, dank derer Sie letzten Frühling hier brillieren konnten? Oh, das wäre wundervoll. Gut. Kommen Sie zu mir in den Pavillon, wenn Sie einen Augenblick haben. Aber warten Sie nicht zu lang. In den Pavillon. Okay, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Ja, so ist das nun mal. Wenn man direkt mit einem Video anfängt, da möchte man natürlich nicht reinplappern. Mit Frau Beckmann reden. Ja, was meint ihr denn mit Pavillon? Mal schauen, ob wir da was finden. Die Frage ist natürlich auch, wo. Ja, da denke ich mal eher nicht. Da ist es abgeschlossen. Ein Pavillon. Müssen wir jetzt hier echt runter? Nee, anscheinend möchte sie da jetzt auch nicht runter. Okay, in der letzten Folge waren wir ja mit Kate genau an diesem Platz und wollten dann das Ding hier in der Mitte eigentlich aktivieren. Aber das hat nicht funktioniert. Was heißt, es hat nicht funktioniert? Wir wissen halt nicht, wie es funktioniert, so rum. Und deswegen müssen wir das Ganze jetzt aus der Vergangenheit herausfinden, beziehungsweise in der Vergangenheit. Hier ist offen, das heißt, da können wir rein diesmal. Nee, anscheinend doch nicht. Okay, es ist offen, aber wir dürfen trotzdem nicht rein. Ja. Dann haben wir eigentlich nicht viel Auswahl, oder? Können wir mit dir reden zum Beispiel? Tut mir leid, ich habe keine Zeit für Unterhaltung. Ja, ist nicht so schlimm, ne? Na gut. Das ist eine tolle Inspektion. Kaum zu glauben, dass mein Auftritt hier erst 6 Monate her ist. 6 Monate kommt mir vor wie ein ganzes Leben. So viel ist geschehen. Ich habe Leon getroffen. Es wäre so gut, wenn er jetzt hier wäre. Ich freue mich so über seine Briefe, seit er mit der Expedition in Baltaya ist. Seine Beschreibung der Hauptstadt Kanta klingt nach einer Traumstadt. Wir haben uns so viel geschrieben und ich liebe es, zwischen den Zeilen zu lesen. Aber keine Nachricht, seit die Expedition Kanta verlassen hat. Ich hoffe nur, es geht ihm gut. Fräulein Rose, ich warte. Ja, das ist toll, aber wo? Wo ist sie denn? Jetzt dreht sich das Ganze wenigstens mal. Ist das die hier hinten? Ich glaube ja, oder? Aber das sind doch keine Pavillons. Lauf doch einfach drumherum, Mann. Nee, aber das ist die gar nicht. Hm.
Ja, wir drehen uns im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie im Kreis. Vielleicht können wir auch hier direkt an das Ding. Ich wüsste, wo hier der Eingang jetzt genau ist. Da ist noch einer. Das ist ein anderer. Ja, heute findet die jährliche Wartung der Mechanismen auf dem Platz statt. Ja, das ist toll. Das weiß ich auch schon. Ach, hier ist die Treppe gewesen. Ach, da steht sie. Sehen Sie mal, Fräulein. Unglaublich. Ja, nicht wahr? Sehen Sie die Fähnchen? Jedes mechanische Gehäuse eines Musikautomaten auf dem Platz wird von einem dieser Fähnchen repräsentiert. Faszinierend. Heute werden sie gewartet. Jeder Mechanismus wurde von einem Akademiemitarbeiter inspiziert. Theoretisch funktionieren sie alle. Aber wenn Sie möchten, können Sie für mich bei den Wartungsmitarbeitern vorbeischauen und Ihre Berichte abholen. Das wäre ein großer Gefallen. Ich muss das Klavier im Pavillon testen. Außerdem haben Sie so die Chance, einen Einblick in alle Mechanismen der Automaten zu bekommen. Warum ich, ist natürlich auch eine gute Frage. Danke, das wäre großartig. Hier, nehmen Sie. Damit können Sie den Wartungsraum öffnen, der zu dem eindrucksvollsten aller Mechanismen führt, dem des Uhrturms. Danke, Frau Beckmann. Haben Sie noch Fragen, bevor Sie gehen? Ja, anscheinend. Wissen Sie, wer das mechanische Orchester erschuf? Mein Vater sagt, es existierte noch nicht, als er klein war. Sie wurden von einem seltsamen, jungen französischen Erfinder namens Vorarlberg gebaut, vor ein paar Jahren. Ich habe gehört, er ist auf seinem Weg nach Osten durch Wagen gereist, unmittelbar nach dem großen Brand, der die Stadt zerstörte. Die Legende von Vera Schönberg hat ihn sehr bewegt, die Virtuosin, die dort ums Leben kam. Er bot seine Talente an, um die Stadt wieder aufzubauen und das mechanische Orchester zu erschaffen. Was ist aus Vera Schönberg geworden? Meine Mutter sagt, es sei eine sehr traurige Geschichte. Da hat sie recht. Sie wissen sicher, dass Vera Schönberg Anfang des Jahrhunderts Wagens berühmteste Musikerin war. Aber ihre Legende wurde an dem Abend geboren, als sie ein Cellokonzert spielte. Genau hier auf dem Platz. Gleichzeitig war das der Abend des schlimmsten Brandes in Wagens neuerer Geschichte. Und Frau Schönberg, Sie kam bei dem Brand um, oder? Ja, genau. Wie alle anderen Musiker auch. Und das gesamte Publikum. Sie waren umzingelt von Flammen. Gefangen. Auf dem Platz. Wie entsetzlich. Entsetzlich, in der Tat. Aber laut der Legende spielte Vera Schönberg Wagens Hymne bis zum Ende weiter. Ihr war klar, dass sie alle sterben würden. Und ihre Musik brachte ihnen in ihren letzten Momenten Seelenfrieden. Dieser Automat, mit dem sie letztes Jahr gespielt haben, ist nach ihrem Vorbild gebaut, als letzter Tribut. Das wusste ich nicht. Tja, jetzt wissen Sie alles über die Legende von Vera Schönberg. Brauchen Sie noch etwas, Fräulein Rose? Es war unglaublich, als das mechanische Orchester mich letztes Frühjahr begleitet hat. Aber wieso spielt es in genau demselben Tempo wie das Klavier? Ein solches Wunderwerk. Oh, das ist kein Wunderwerk, Fräulein, nur ein Uhrwerk. Das Klavier ist mit dem Mechanismus verbunden, den Sie inspizieren werden. Und durch diese Verbindung wird die Hymne von Wagen gespielt. Das gibt den Rhythmus und die Intensität des Spiels vor. Und das löst alles andere aus. Ich gehe zu den Wartungsmitarbeitern. Gut. Danke, Fräulein Rose.
Ah, sehr schön. Da haben wir jetzt einen Schlüssel bekommen. Okay, doch, da oben können wir noch was. Hallo? Hallo? Laut Frau Beckmann öffnet der den Wartungsraum neben dem Uhrturm. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Okay. Dank des Dokuments, das Kate 2005 gefunden hat, können Sie die Ereignisse der Vergangenheit, die dort beschrieben sind, selbst erleben. Nutzen Sie die Informationen, die Dana in der Vergangenheit gewinnt, um mit Kate weiterzukommen. Drücken Sie LB, um zwischen Kate und Dana zu wechseln. Ah, wieder so eine Sache, okay. Achso, springen. So, das heißt, Moment, ich sollte zu den Leuten gehen, glaube ich, ne? Die Automaten auf dem Platz reparieren. Uhrturm. Achso, muss drücken. Die Frage ist jetzt, kann ich jetzt mit den Leuten sprechen? Sagen die da mehr? Wäre schön, wenn ich den... Sie können Frau Beckmann sagen, dass dieser Automat noch ordnungsgemäß funktioniert. Aber er ist so dreckig, dass er nicht mehr lange durchhält. Ich werde den ganzen Tag brauchen, um ihn so sauber zu machen, dass er den Winter übersteht. Oh je. Okay. Die Frage ist, guckt die da jetzt nur noch mal in der Gegend rum? Anscheinend ja. Ändert sich auch der Text? Nein, es kommt gar kein Text mehr. Okay. Hätte ja sein können, dass sich da jetzt irgendwas geändert hat. Okay. Mit dem können wir nochmal reden. Moment, nee. Ah, da können wir selbst was machen. Sehr schön. Oder auch nicht. Es kommt drauf an, was wir machen müssen. A, C, D, G. Ich vermute, dass das jetzt irgendwas damit zu tun hat. Moment, das muss ich jetzt mal eben aufschreiben. Wir haben jetzt hier C, G, D und da oben A. Ich denke mal, dass das jetzt mit der Gegenwart zu tun hat. Offenbar hatte der Rektor recht, Oskar. Ich sollte die Mechanismen finden können, die er repariert haben möchte. Indem ich dem Weg folge, den Dana in... Nein, ich dachte, sie redet weiter. So schnell gedrückt. Okay, also wir versuchen das jetzt trotzdem mal. Wobei ich nicht weiß, stehen die? Doch, die stehen doch immer noch hier, ne? Ja. Das heißt, hallo. Wenn ich nach rechts drücke, möchte ich, dass du nach rechts gehst und nicht, dass du nach links gehst. Also irgendwie, wobei ich denke, dass nicht sie da was mit zu tun hat. Man sieht es ja hier am Pfeil auch. Sondern, dass das mal wieder der Controller ist, weil der ist leicht im Eimer, so wie es aussieht. Also, wir haben hier, aber ich habe hier, hä? Ich glaube nicht, dass dieser Code im Bericht erwähnt wird. Nee, wird er auch nicht. Wenn ich mir den Zustand der Tür so ansehe, sollte sie nachgeben, wenn ich etwas Kraft anwende. Unmöglich, Kate Walker. So etwas ist illegal. Das ist mir doch egal. So. Okay, da kann man also was einstellen. Sehr schön. Also, wie mache ich das denn? Drücken. Etwas Nein. stimmt nicht. Die Nein. Verbindung zwischen dem Mechanismus und den anderen auf dem Platz scheint funktionsbereit zu sein. Ja, ist aber falsch eingestellt. Nutzen. Das funktioniert nicht. Kann das funktioniert das nicht. Das war wohl falsch. Unmöglich. Ich versuche besser etwas anderes. Moment. Ja, geh nochmal rein. Offenbar fehlt ein Teil. Das heißt, da müssen wir noch was haben. Ohne können wir das nicht einstellen? Oder wie sehe ich das? Weil den Code hätten wir jetzt theoretisch hier. Wir wechseln nochmal erstmal zu Dana. Die natürlich nicht hier oben hinschauen kann. Das war ja wieder klar. Hier, so ein Knauf fehlt da auf jeden Fall. Den müssen wir irgendwo herkriegen. Ich weiß natürlich nicht, woher. Man kann sich das auch nicht angucken, was auf der anderen Seite steht, ne? Sie kommen von Frau Beckmann, richtig?
Sie können ihr sagen, dass es mit diesem Automaten kein Problem gibt. Er muss nur gereinigt und geölt werden. Sie können gerne einen Blick auf den Mechanismus werfen. Naja, das habe ich im Endeffekt schon gemacht. Auch wenn ich die Zahlen im Vorfeld jetzt nicht... Oh, Leute. Nicht lesen konnte. Ist das jetzt hier der Uhrenturm? Ich kann es gar nicht so richtig sehen. Dürfen wir jetzt da durch? Immer noch nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das unser Ziel ist. Da dürfen wir auch nicht durch. Vielleicht durch eine Nebentür, aber das ist ein anderes Gebäude, oder? Okay, da auch nicht. Wir laufen jetzt einfach mal im Kreis und gucken jetzt mal, ob wir irgendwo überhaupt reinkommen. Wobei das jetzt nicht nach Uhrenturm... Ach, rechts von uns ist, glaube ich, der Uhrenturm, ne? Was ist mit dir? Ein Teil des Mechanismus wurde beschädigt, aber ich habe es ausgetauscht. Sie können Frau Beckmann sagen, dass jetzt alles in Ordnung ist. Okay. Okay. Das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Was ist das? Ein Knauf. Ein Knauf. Okay. Bringt uns jetzt hier aber nicht wirklich weiter. Hier kann man sonst auch... Doch, da kann man noch was sehen. Ach, das sind die... Da muss man wahrscheinlich dann gucken, was offen und was zu sein soll. Die Frage ist, können wir da überhaupt schon irgendwas machen? Oh, bin ich froh, dass ich das nicht stemmen muss. Aber ich befürchte, wir müssen das gleich machen. Falls wir denn überhaupt da schon was machen können. Moment, wir sind jetzt, glaube ich, von da aus... jetzt muss ich mal eben schauen. Da kann ich auch noch mal was machen. Moment. Ein Musikerautomat. Sieht genau nach Hans Stil aus. Wie in Barockstadt. Ja, Moment, da hinten ist das. Da rechts ist die Tür. Bei der Tür war das doch, wo wir gewesen sind. Ja, lauf einfach drumherum. Knall doch nicht dagegen und bleib stehen. Ach, du kannst jetzt wieder nichts machen. Ne? Okay. Kommen wir da gar nicht dran vorbei? Aber das Gerät muss doch da hinten sein. Wie soll ich das denn stimmen? Hier ist doch nichts mehr. Gucken. Was können wir da nochmal? Komm. Ich glaube es nicht. Wegen dieses Wagens komme ich nicht an den Mechanismus. Ich muss ihn da wegbekommen. Okay. Moment. Da ist eine Telefonnummer drauf. Die 5123888321. Die rufen wir doch direkt mal an. Aber ich glaube, müssen wir das nochmal untersuchen? Ich muss den Besitzer finden. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt auch so geklappt hätte, eventuell, wenn man das nicht mehr gemacht hätte. Die Frage ist jetzt, mit diesem blöden Perspektivenwechsel schon wieder. Weil man kann es nicht richtig drehen, sodass man tatsächlich was sehen kann. Wo sind denn jetzt die Treppen, die wir jetzt lang müssen? Sind das die? Ich kann das Gebäude nicht richtig sehen. Doch, das sieht gut aus. Bleib doch mal in der Mitte. Einmal. So, das war 5, 1. Wenn du mal da bleiben würdest, hallo? Nein, nimm die 1. 2, 3...
8, 8, 8, 3, 2, och, jetzt geh doch nicht immer weg, Mensch, 1. Baufirma Wagen, Dietrich, guten Tag. Hallo, entschuldigen Sie, aber Ihr Wagen ist auf dem Platz geparkt und er steht im Weg. Fahren Sie ihn bitte weg? Oh, tut mir leid. Ich bin gerade bei einem Kunden und ich fahre ihn gleich weg. Danke. Ja, perfekt. Dann haben wir zumindest schon mal eine Sache, die wir hoffentlich, wo wir dann hoffentlich weiterkommen. Die Frage ist nur, ob wir das dann auch wirklich so... Ah, ja, der ist schnell. Perfekt. Was ich eigentlich sagen wollte, die Frage ist nur, ob wir das jetzt so machen können. Die Automaten reparieren, Mechanismus im Uhrwerk reparieren. Den Rektor vor der Reparatur des Klaviers. Was stand da? Nach dem Platz befragen. Okay. Moment. Also müssen wir nochmal rein, oder was? Das ist so diese Nebenaufgabe, glaube ich. Das gucken wir auf jeden Fall nochmal kurz nach. Ich weiß jetzt nicht, nach welchem Platz wir da jetzt befragen sollen oder was das jetzt soll. Ob der uns nur was darüber erzählen soll. Aber wir reden nochmal kurz mit dem. Wenn wir das denn können. Oh, was ist das? Offenbar versucht der Rektor verzweifelt, die Betriebskosten der Akademie zu reduzieren. Nur für Notfälle. Dies ist kein öffentliches Telefon. Ja, gut. Das war ja jetzt ein Notfall gerade, ne? Nur mit ihm können wir offenbar nicht mehr sprechen. Vor der Reparatur des Klaviers. Ja gut, vielleicht zählt das jetzt noch nicht dazu, wenn wir die Sachen einstimmen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. So, jetzt suchen wir erstmal wieder den Ort, wo das Teil stand. Beziehungsweise wo der Wagen stand. Oh, dieses Umswitchen immer, ne? Das ist so grausam. Dass man nicht einfach stehen kann und dann die Perspektive selber wechseln kann. Okay, da brauche ich einen Code für. Was denn für ein Code? Das ist schlecht. Wieso kann ich hier unten nicht hingucken? Ich will da reingucken. Kann ich nicht zoomen oder so? Das ist ja doof. Hallo, dreh dich mal. Hallo. Nein. Aber da hat er mir nicht die Zahl angezeigt. Okay. Das ist ja doof. Ich brauche entsprechend zwei Zahlen. Oder kann man... Ja, mit dem kann man nicht reden, oder? Ich hatte Glück, dass an diesem Mechanismus nur ein Teil getauscht werden musste. Wenn es nur jedes Jahr so schnell ginge. Ich hatte Glück, dass an diesem Mechanismus nur ein Teil getauscht werden musste. Wenn es nur jedes Jahr so schnell ginge. Ja, also der will uns nicht wirklich was dazu sagen. Hier konnte ich, glaube ich, jetzt auch keinen Code sehen. Ne? Och, Mädel. Nein, wenn ich nach unten gehe, dann will ich nach unten. Und nicht, dass du dann schon wieder die Perspektive wechselst. Also, es müsste theoretisch das Gegenüberliegende von den Zahlen sein, die jetzt hier drin sind. Das heißt, 9, ich weiß nicht, ob eine 0 da drin ist. 7, 6, 5, 4 müsste das theoretisch sein. Ich mache das mal mit Fragezeichen. 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 und
8, 9. Ja, eine 0 müsste das dann theoretisch sein. Es sei denn, es fängt mit 1 an. Ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle, weiß ich allerdings nicht. Ah, Moment, da können wir auch noch rein. Das ist der Uhrenturm bestimmt. Moment, dann gehe ich hier nochmal kurz rein und probiere das. Nee, Moment. Ach, das sind zwei verschiedene. Moment. Ach genau, das konnte ich aber nicht machen, weil der Knopf hier oben fehlte wahrscheinlich. Jetzt weiß ich nicht, auf welchen ich jetzt gerade geguckt habe. Weil das ja zwei verschiedene sind. Ich probiere mal einfach so auf gut Glück. Keine Ahnung. 0. 8. Das war aber wahrscheinlich der andere, denke ich mal. 6 und 4. Aber da tut sich nichts. Ja, hätte ja klappen können. Ich meine, ja. Na gut, wir gehen jetzt erstmal eben in den Uhrenturm, wenn das wirklich der Uhrenturm ist. Und schon hat die Perspektive sich so verändert, dass ich den nicht mehr finde. Moment. Doch, der war doch hier vorne dann einmal, oder? Ja, genau hier. Sieht verschlossen aus. Ich kann nicht hinein. Ich weiß, aber du müsstest doch eigentlich einen Schlüssel haben. Gut, wir könnten jetzt theoretisch mal gucken, ob wir mit ihr da reinkommen und sagen können, wo der Schlüssel ist, eventuell. Oh, diese Perspektive, ich kann nichts sehen. Ich denke, das ist irgendwo hier vorne, aber... Hier ist kein Vorbau. Nee, Moment, das ist jetzt... Das sieht jetzt völlig anders aus hier. Da, Moment, da. Und mit ihr komme ich jetzt gar nicht mehr rein. Hä? Ah. Hey, passen Sie auf, was Sie hier tun, ja? Nicht, dass Sie sich verletzen oder etwas kaputt machen. Ja, wir passen auf, was wir hier tun. Aber ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir sind jetzt schon wieder fast bei einer halben Stunde angekommen. Und ich befürchte, dass das doch noch was länger dauert, bis wir uns hier durchgewuselt haben. Und ja, das Ganze so ein bisschen... erkundet haben und die Rätsel gelöst haben und so weiter. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.